Heute seht ihr die unglaublichsten Roblox-Videos auf der ganzen Welt. Wenn ihr nicht diese coolen Spiele verpassen wollt, dann guckt auf jeden Fall bis zum Ende und los geht's. Yo, Kasper, was geht ab? Was geht ab? Hallo. Guck dir mal das Glücksrad da an, lass mal Freispielen los. Drehen. Dreh drauf hier. Ich dreh, guck mal, warte, Oh mein Gott, was kommt? 1 Million. Nein, wow, nur 3000. 1 Million Klötze. Was, wie viel hast du bekommen? Du hast 3000 nur bekommen? Ich habe nur 3000. Ich muss noch mal drehen für 99 Robux. Ich mach noch mal. In 3 Sekunden geht's hier los. Ne? Wir müssen nämlich probieren, oh Gott, heute so weit es geht zu fliegen. Mehr Raketen. Au! Au! Wir einsammeln, desto besser. Oh Gott. Jetzt müssen wir. Okay. Oh, wir haben und jetzt? Was müssen wir jetzt machen? Wir hätten die Raketen gerade eben einsammeln sollen. Ich kann mir hier so ein Ei kaufen. Bringt das was oder was? Ich kaufe mal ganz kurz. Aber nee, warte, das geht schon los. Es geht schon los jetzt. Okay, es geht los. Also jetzt müssen wir hier rüberspringen, oder was? Jetzt kommt die Rampe. Und springen, soweit es geht. Und pass auf. Ah, nee. Oh, aufladen, aufladen. Einsammeln. Schnell, die Raketen sind überall. Alle einsammeln, schnell, aufladen. Oh mein Gott, wie viele da drüben auch sind. Oh, goldene Raketen, oh mein Gott, hier, goldene wichtig. Hier drüben nochmal, ja. Ja, ganz viele goldene, was? Wie viel Sprungkraft hast du? Ich hab 1000. Wie, du hast 1000? Wie viel hast du denn? Ich hab 160. Wo ist denn? Ja! Also und 1000 Sprungkraft bekommen? Los! Und ich bin. Ach, du bist ja nur da ganz hinten. Ja, pass auf, ich habe aber 1 Million Klötze, ne? Oh, was? Eine Million Klötze? Ja, ich gucke, was ich jetzt damit am besten kaufen kann, weil hier gibt es nämlich Eier. Oh Gott. Hier gibt es ein Ei für 450.000. Das kaufe ich jetzt nämlich mal ganz kurz. Was? Das ist krass im Spiel. Wieso holst du direkt das krass im Spiel? Ja, gut, okay, warte mal. Ich schau mal. Ich mal das hier drüben für 1000. Guck mal, wir fangen ja erstmal ganz ruhig an. Erstmal hier eins. Das 1500 Ei, sagst du? Ja, okay. Das kaufe ich mir. Und was bekomme ich? Bitte ich episch. Gewöhnlich. Oh, nee. Was ist denn das? Und noch ein, warte, ich krieg noch ein. Nochmal gewöhnlich. Oh, und ich auch noch ein. Komm, dritte Mal. Ey, dreimal gewöhnlich, ne? Ich auch. Komm, wir kaufen uns eins weiter. Hier ist es für 12.000 schon das Ei. Okay, warte, ich komm. Das 12.000 Ei. Gekauft. Ja, das 12.000 Ei. Okay, ich guck mal. Gewöhnlich. Was hast du bekommen? Ich guck nochmal. Wieder gewöhnlich. Auch gewöhnlich. Ja, ich krieg jetzt dreimal gewöhnlich, really? Ich hab dreimal wieder gewöhnlich. Ja, selten! Bekommen. Was? Oh mein Gott, was ist jetzt? Habe ich da selten bekommen? Oh mein Gott! Man kann... Plus 600 Speed. Leute, man kann 5 Haustiere ich seh's gerade, ne? Warte mal, dann kaufe ich mir direkt noch hier noch ein paar mehr, würde ich fast sagen. Ja, ne? Ich würde sagen, ich kaufe mal ganz kurz das Ei für 90.000. 90.000? So viele habe ich noch gar nicht. Ja, yeah, wieder gewöhnlich, das kann nicht sein. Ich glaube, ich springe mal eine Runde. Ja, ich krieg nur gewöhnlich, bam! Das kann nicht sein. Und jetzt nochmal, komm schon, bitte. 3600 Klötze. Ich hab neunmal hintereinander gewöhnlich bekommen, ne? 90.000, so viel habe ich noch gar nicht. Ich muss nochmal springen. Ja, du hast noch gar nicht. Aber kein Problem. Ich komme jetzt hier mit meinen richtig krassen Eiern jetzt hier am Start. Ja, ja. So, zack. 87.000, wie bekomme ich denn jetzt nochmal ein bisschen mehr Klötze? Ich habe jetzt gerade 4.000. Wow! Alter, wie weit du kommst! 6.000 Klötze gerade bekommen, ne? Mit den Tieren. Okay, krank. Ich kaufe mir jetzt auch mal das für 90.000, das Ei hier. Zack, genau, kaufe mal das für 90.000. Das Ding ist... Selten! Was? Oh mein Gott, aus dem 90.000 Ei selten bekommen. Hä, wie viel Sprungkraft hast du jetzt dadurch bekommen? 1.500 mehr. Boah, ich habe nur 1.000 beim Gewöhnlichen bekommen, ne? Ich habe jetzt gerade meine Punktzahl überboten. Ich habe auch voll viele krasse Raketen. Ich bin überlegen, ob ich gleich schon das eine Ei kaufen soll für 450.000. Das ist, glaube ich, richtig was? Crazy. Was? Ich habe 100, ich habe gerade mal 1.000 Klötze. Wie viele Klötze hast du denn? 700.000 habe ich noch. Wo hast du denn so viele Klötze her? Hast du dir für Robux was gekauft? Ich habe noch 1 Million Klötze gezogen, du Dulli. Ach ja, stimmt. So, warte, wie viel Kosten sind denn 1 Million Klötze wert? Okay. Oh mein Gott. Gewonnen? Ich kaufe mir jetzt hier was für Robux. Ich habe gerade eben echt 350 Robux quasi gewonnen, ne? Hä, echt? Ja, sozusagen, weil 1 Million Klötze. Was hast du bekommen? Ich habe mir für Robux hier ein Ding gekauft. 18.000 Sprungkraft gibt's dafür. Wie, was hast du gekauft? Das ist für 140? Heidewitzka, ja, Mann, genau das 140? Ding. Okay, ich kaufe mal. Guck mal, was ich dafür bekomme. Alter, einfach 18.000 Sprungkraft. Beim goldenen Ei hast du gekauft, ne? Ja, safe. Oh, das Robux-Ei, sagst du, ne? Alter, und jetzt kann ich einfach 21.000 weit springen und... Was? Ich habe ein krasses bekommen, so ein seltenes, ne? Was, ein seltenes? Ich habe 38.000 Sprungkraft auf dem Ding. Was? Yeah. Was? Niemals. Doch. Nochmal. Wie weit fliege ich? Was? Alter, ich sehe es. 100.000 Klötze habe ich jetzt gerade dadurch bekommen. Ich ne? bin gerade mal 45.000 Klötze geflogen. Warte, ich kaufe mal ganz kurz mal das Ei für 50.000. Bitte mythisch oder irgendwie selten. Ey, nein. Oh mein Was Gott. Hast du bekommen? Wie viel bringt das?
5000. Ey, du kannst bis zu 100.000 weit fliegen, ne? Ja, ja, das ist schon echt krass, wie weit man fliegen kann. Was kosten die Eier denn hier drüben? Okay, warte, ich spring auch wieder weiter. Wow. Also ich kaufe mir jetzt nochmal das Ei für 90.000. Wow. Da muss jetzt das krasseste und drin sein. Ich bin bis 150.000. Legendär! Was? Das krasseste! Was? Nein, nee, das krasseste, das ist fast zweitkrasseste. Alter. Wie viel hast du bekommen? Zweieinhalbtausend nochmal Boni. Alter. Komm schon. Hier, ne? Zack. 114.000. Oh mein Gott. Ich habe jetzt gerade Sprungkraft 47.000, ne? Ich habe 24.000. Wieso hast du denn 47.000? Weil das bekommen? Eine Ei mir einfach 38.000 bringt. Wow. Hast du es für 800 Robux gekauft? Nein, für 149. Was? Bam. Ich komme immer weiter. Ist gerade immer höhere Punktzahl. Oh mein Gott. Ich kaufe mir jetzt VIP für 150 Robux. Das sind nur goldene Raketen, die du einsammeln kannst. Okay, du hast recht. Das macht doch echt Sinn, wenn man das kauft. Ne? Wir haben schon so viele Raketen, dass das Game sogar schon ein bisschen leckt. Vielleicht kriegen wir heute das Game sogar zum Crashen. Oder wir bekommen Admin oder aber so. Aber denk dran, wir haben auch Wiedergeburten. Ne? Ab 25 Millionen kriegen wir Wiedergeburten. Ah, oh Gott. Jetzt habe ich hier freigeschaltet. Ey. Oh ja. Oh sind ja. Die alle wieder weg, aber guck es spawnen alle goldene Raketen jetzt gerade, ne? Oh mein Gott. Bringen die ein bisschen was? Oh die Gott. Bringen ein bisschen was, aber nicht viel. Ein bisschen was, ne? Raketen. Also besser aber als egal, die normalen Raketen. Die sammeln sich ja mit einer Zeit. Genau, weil jetzt ist ja gerade sowieso Pause. Und jetzt können wir hier wieder reingehen. Warte, genau, sammeln Raketen, um aufzuladen. Ja. Ich komme jetzt mal ganz auf das Glücksrad für 99 Robux. Das hat mir eben ganz schön viel Glück gebracht, ne? Ich mach auch nochmal. Ich habe das ja schon zweimal gekauft, weißt du? So, ich glaube, das Glücksrad, ich hab's gekauft. Mal gucken, was krieg ich? 3000, Alter. Komm schon, gönn. Ey, ich hab 3000 auch! Ja, das ist voll schlecht. Nein! Es geht los! Geh weiter! Zack! Ich flieg mega weit, ich mach einen neuen Rekord. Ich merk's gerade. Was? Wow, für mich neuer Rekord. Plätze hab ich jetzt gerade. Ich bin Dritter auf dem Server. Nein, jetzt nicht mehr. Jetzt bin ich Vierter. Ich bin Dritter auf dem Server jetzt gerade. Ja, safe. Wow. Ich frage mich, ob es eine Taktik gibt, dass man besser abspringen kann, ne? Dass man noch weiterkommt. Bestimmt. Ich krieg aber die ganze Zeit höhere Punktzahl. Warte, ich komme jetzt direkt nochmal hier ein Ei. Für 4000. Hier drüben. Ja, ich hol mir das 90.000 Ei. Komm schon, nochmal selten. Was? Oh mein Gott, Alter. Hä, wie sagst du die ganze Zeit 400.000 auch? Also, wie viel Geld hast du denn? Ich habe jetzt gerade 500.000. Wow. Und ich fliege weit, so weit wie es weiter, geht. Weiter. Ja! 56.000. Ich will mir jetzt auch mal das krasse Ei da kaufen. 133.000, ne? Ich glaube, wenn man das einmal hat, dieses krasse Ei, dann kannst du nur noch weit fliegen. Ja, ich glaube auch. So. Ich würde überlegen, ob ich das einkaufen soll für 800 Robux, aber es wäre ein bisschen zu teuer. Alter, stell dir das mal vor, für 800 Robux. Und ich komme nochmal ganz kurz das Ei für 450.000. Komm schon, ein bisschen mythisch. Ich habe mir das noch nicht mythisch. Gewöhnlich. Nein. Oh, ich dachte gerade schon. Das Gewöhnliche bekommen. Aber es ist. Ich habe mir das noch nicht einmal gekauft. Ich brauche das jetzt auch langsam. Das ist trotzdem nicht schlecht, muss ich sagen. So. 380.000 habe ich schon. Ich müsste mir das auch gleich holen können. Ja, musst du safe holen können. 50.000. Ja. So. Jetzt bin ich gerade auf dem vierten Platz. Was? Wir wollen aber erster Platz werden und du kannst ja bis 1 Million ausspringen, ne? Ja, wir springen nachher wirklich bis 1 Million. Mal gucken, was am Ende nachher sein wird. Oh, ich flieg noch weiter. Krank. Okay, und ich kann mir jetzt das krasse Ei kaufen. Ich hole mir das jetzt. Zack, wann das geht auch automatisch sammeln, eingekauft. Ne? Und gewöhnlich, nein. Ehrlich? Ich frage mich jetzt gerade, ich glaube, ich kaufe mir nochmal das Robux-Ei für 149 Robux. Das hat nämlich voll viel gebracht. Gut, komm schon. Goldene Ei, bitte. Oh, Wasser, Dominus. Was ist das denn? Blitzlord? 18.000, den hast du. Dämonischer Zerstörer für Robux? Wie, was hast du? Dämonischer Zerstörer? Ich sehe hier noch was. Was hast du dir gekauft? Im Shop? Du kannst dir im Shop einfach einen dämonischen Zerstörer kaufen für 250 Robux. Was? Okay, ich bin jetzt fast 2000. Und für 1500 Robux kannst du dir einen kaufen, der dir 140.000 mehr Sprungkraft gibt. Oh mein Gott, ich sehe es gerade. 140.000 mehr Sprungkraft. Ultra glücklich. Gib einen 3% Glücksschub für das Schlüpfen des Raustiere. Oh mein Gott, rüste 5 weitere Raustiere aus. Das glaube ich richtig krass. Oh mein Gott, das ist auch OP. Und Alter, wie weit komme ich schon? Ich spring weiter. Bam! Oh mein Gott, ich bin auf dem dritten Platz. 66.000. 195.000. Ich komme immer weiter jetzt gerade. Was? Das muss ich. Ey, es geht wirklich darum, auch wie man abspringt, ne? Oh. Also entweder ja oder entweder nein. Nochmal. Weil ich bin mir da nicht so wirklich sicher, ob man auch wirklich. Ja. Bam! Was denn? 191.000. Ne? Ey, das ist so krass. Komm schon. Weil ich will nochmal das Glücksrad. Ich will mein Glück testen. Nochmal? Ja, das macht so viel Spaß daran zu drehen. Ich habe da schon 400 Robux gelassen bei dem Glücksrad. 400 Robux? Okay, ich guck mal. Bitte. Ey, 3000. Das kann nicht sein, Alter. 3000 nur? Ja. Ey, wer zuerst lacht am besten. Ich sag's dir. Aber 300.000 ist schon wenig, ne?
Ja, das ist schon echt wenig. Also, 99 Robux ist schon ein bisschen Abzocke jetzt gerade. Ja, ist echt Abzocke. Jetzt kommt mir mit Vollspeed. Ich könnte mir auf jeden Fall jetzt nochmal für 450.000 das nächste Ei holen. Mal gucken, ob ich jetzt mal was Seltenes daraus bekomme. Ich will auf 200.000 kommen, ich bin so kurz davor. Was ist das für ein Ei holst du jetzt? Mythisch. Ich hole mir jetzt für 450.000. Und? Boah. Oh, selten! Was? Oh mein Gott! Okay, ich kaufe mir noch ein goldenes Ei. Komm schon, goldenes Ei. Bitte kein Wasserdominus, ein Feuerdominus. Was hast du? Hast du da gezogen gerade? Wieder 38.000. Oh. Zack. Wieso kriegst du denn 38.000? Weil wo kriegst du solche Eier denn her? Zack! Aus dem 149er Robux-Ei. Jetzt war nicht so viel Geld in deine Dings reingesteckt. Guck mal, weil ich fliege! Bis 288.000. Du Maschine! Okay, warte, ich bin auf dem zweiten Platz, ne? Unser Ziel ist auf jeden Fall heute, erster Platz zu werden. Erster Platz, ja, ist ja und logisch. Eine und 1 Million beizuspringen, ne? Ich sehe da nur so einen Typen, Alter, der ist an dir gerade vorbeigeflogen. Der ist übel, ja, zwei Punkte weiterkommen. Der ist aber jetzt erst gerade auf dem ersten Platz gegangen, ne? Ja, safe. Ich sammle jetzt rüber hier nochmal goldene Raketen ein. Bam! Hier, schön einsammeln, das bringt natürlich auch wieder ein bisschen. Ich kriege aber die ganze auch höhere Punktzahl, ne? Soll ich mir gleich mal das Ei kaufen für 3 Millionen? Alter, hast du schon so viel Geld? Nee, ich hab jetzt gerade 2,4 Millionen jetzt gerade. Alter, hol dir das mal, hol dir das mal. Ich bin echt schon mal, was da drin sein könnte. Wow, ich flieg so weit, es geht. Komm schon. Und ja, gut. Ich komm, nochmal höhere Punktzahl, nochmal höhere Punktzahl. Ich hol mir jetzt, nee, ich kann's noch gar nicht holen. Nochmal abspringen hier. Warte, es gibt doch exklusive Haustiere. Achso, das sind die. Ah, okay. Alter, 5 Millionen kosten einfach 1500 Robux, ne? 5 was, Millionen Alter? Wenn du die so kaufen willst. Überleg grad mal, was sind das? Ne, ich überleg gerade, was sind das so für Dinge? Ich krieg halt keinen Legendär oder sowas, ne? Das ist halt das Problem. Naja, wenn du da Legendär draus ziehst, dann auf jeden Fall. Ja, aber dann sind das halt direkt 3 Millionen weg, ne? Ja, stimmt. Komm schon, jetzt hier alles einsam. Ich werde nochmal ganz kurz noch ein Ei holen für Robux. Das ist so, dass. Ich habe das Gefühl, dass das die beste Investition, die du machen kannst, die nur 149 Robux hier. Meinst du, hier noch ja, eins? Ja, hundertprozentig. Schön ans Ei kaufen, komm schon, Feuerdominus, Wasserdominus. Ja, da kannst du doch aber nur zwei verschiedene Sachen holen, entweder das ja, aber eine das eine bringt 18.000 und das andere bringt, 35.000. Ah, okay, oh, aber nicht gleich quatschen, hier. Es geht wieder los. Oh mein Gott, einer, Alter, wie weit fliegt der? Oh mein Gott, wie weit fliegt der? Was ist mit dem? Der fliegt bis 1 Million. Der ist bis zum Ziel. Hä? Okay, was? Das will ich auch schaffen, so weit fliegen mit der. 1 Million, wie weit ist der bitte gekommen gerade? Aber guck mal, ich komme jetzt gerade echt nur bis 300.000. Ich frage mich jetzt, wie man echt nochmal mehr weiterkommen kann. Komm schon. Warte mal. Handelsanfrage. Vielleicht muss man handeln mit irgendwelchen Leuten. Ja, das habe ich auch gerade gedacht. Zum Handeln muss mindestens 100.000 Eis. Ich kann jetzt mit Jorge. Der hat aber Alienhase, Alienhund. Komm, trade mal einen krassen Stuff mit dem. Ey, ich will seinen Alienhund haben. Bam! So, 600.000. Ich gebe den hier Doppelziegel. Mal gucken, was gibt er mir für den Doppelziegel? Ah, will der was haben, oder was? Episch! Was? Aus dem 450.000er Ei, sehr schön. Ja, der gibt mir nichts. Ich mach ablehnen, der gibt mir nichts. Der will nur nerven. Der will nur Zeit schinden. Ist so. Wow. Ich glaube, ich kaufe. Weil er hat das aber wieder geschickt. Will er mir jetzt was geben? Wieder nochmal geschickt? Will er jetzt traden? Oder? Oh, der gibt mir seinen Alienhase. Nein! Komm schon. Nein! Akzeptieren! Nein! Akzeptieren! Nein! Wehe! Er akzeptiert aber nicht. Oh. Er akzeptiert nicht, er macht wieder raus. Ich glaube, er will den Alienhasen mit dir traden. Ne? Er will den loswerden. Ich kaufe jetzt mal das 3 Millionen Dollar Ei. Wow, gewöhnlich. Was ist drin? Das ist nicht deren Ernst. Oh. Gewöhnlicher Slush-Hund. Wie viel bekommst du dafür? 12.000. Naja, okay, aber komm, ist nicht schlecht. Ist nicht aber 3 Millionen, weißt du, das ist voll viel. Bam. Oh, ich bin noch nicht mal über 100.000. 333.000. Ich kratze an den 100.000. Ich kratze an den 100.000. Ich überlege gerade, wie man am besten noch mehr Geld machen könnte gerade, ne? Oder Sprungkraft. Man braucht einen krassen Trade mit irgendjemandem, glaube ich. Ich glaube, du musst ja auch so mehrere Haustiere holen halt. Du kannst auch 10 Haustiere haben. Zack, wow. Oh, nein. Ich flieg schon wieder richtig weit. Und bam. Okay, die Klötze auf jeden Fall auch wieder weit gekommen. 104.000. Weg mit dem Teil hier. Zack. So, 5.000, 6.000. Komm schon, 600, komm schon und 4.000. Bam. Alter, das ist ja so crazy, ne? Okay, Achtung jetzt hier und okay. Zack. Und okay. Los geht die Reise. Wir fliegen weit. Oh. Wir fliegen mega weit. Ja, nein. Zack,
Alter, 300. Ich will mal über 100.000 rüberkommen. Ich will jetzt richtig Anlauf. Ich will jetzt anlaufen. Aber ich sehe gerade, also je mehr Rockets wir einsammeln, desto besser ist es halt, ne? Desto weiter kommen wir halt auch. Safe. Ich sammle auch jetzt erstmal ein paar Rockets hier nochmal ein. Ich frage mal, ob es halt auch so einen Rocket-Einsammel-Multiplikator gibt. Ja, gibt es. Automatisch einsammeln unten rechts gibt es, ne? Aber ich meine so. Oh mein Gott, hier liegen ja gerade so viel Gold. Nochmal ein Multiplikator, das wäre. Warte mal, ich sammle die jetzt alle ein. Ich habe das Gefühl, ja, so ein Multiplikator, wenn man die halt einsammelt, das wäre halt nicht schlecht. Ich sehe gerade hier exklusive Haustiere? Ja, das sind diese einen da. Okay, das sind diese krassen. Okay, warte, ich sammle jetzt hier noch alle goldene ein, so. Es gibt noch so ein übelst krasses Ei für 900 Robux oder so, ne? Das schwarze da. Ich glaube, ich kaufe mir das gleich mal. Was? Das nämlich, nein! Ja, nein! Das sieht richtig crazy. Ich will auch auf 1 Million kommen. Alter, dann mit dem Ding kommst du auf 20 Millionen. Nee, locker noch nicht. Man braucht doch ein bisschen 3 oder so. Übelst krass. Okay, ich bin jetzt gerade so weit gekommen wie noch nie. 370.000. Oh. 92.000, ey, ich will hier nochmal über die 100.000 mal rüber, so. Komm schon, ich will über die 400.000. Oh, oh. Nochmal höhere Punktzahl, ich kriege die ganze Zeit neue höhere Punktzahl. Oh. Komm schon. Nein, ich will noch höher, los. Okay, ich kann mir hier noch ein paar Raketen ein hier. So, hier vorne nochmal. Okay, pass auf. Ja. Jetzt wird's krass. Das ist das Black Mamba-Ei. Das schwarze Black Mamba-Ei. Ich hätte auch eine 8%ige Chance, ein richtig krasses Haustier zu bekommen. Alter, ne? Wenn du das ziehst, das wäre wirklich geisteskrank. Ich glaube, das ist Endgame. Das Cyber-Ei, ne? Cyber-Ei 2. Ja. Ich kauf's jetzt gerade. Ja, schön. Nein, ich habe das normale bekommen. Aber es war. Okay, mal gucken, wie viel bringt das? Wie viel bekommst du? 74.000. Uff. Das ist nicht schlecht, muss ich sagen. 74. Warte mal, da steht auch Handwerk. Man kann die Sachen auch zu shiny Sachen machen. Nein, kann man die mashen oder was? Ja. Oh mein Gott, ich bin genau auf 100.000. Jetzt habe ich ein Abzeichen bekommen. Juhu. Warte, ich gucke jetzt mal hier schnell und spring. Wow. Warte mal, ich handle jetzt mal hier mit dem Typen hier. Wow, zack. Ich komme fast bis, Alter, ich bin bis 500.000 gekommen. Das Ei hat gerade schon richtig viel gebracht jetzt, ne? Komm hier, ich hau hier alles rein, komm. Ich glaube, ich kaufe mir gleich das Ei nochmal. Komm, akzeptier das, Jorge. Nein, er hat abgelehnt. Jorge. Sprung! Komm schon hier, du kannst alles haben von mir, los! 554, erreiche 500.000 Stollen, ich habe jetzt gerade ein Abzeichen auch bekommen. Mach! Ich flieg so weit, wie es geht. Los! Zack, 543 nochmal. Was macht der? Nein, okay, jetzt ist gerade Pause. Okay, ich komme jetzt nochmal das schwarze Ei. Das schwarze Ei, Kaspar. Mann, der soll das hier mal akzeptieren hier, der Jorge. Das Game macht mich hier arm, sage ich dir. Ne? Das Game macht mich arm. Bitte den grünen. Oh, nicht den grünen. Egal. Oh mein Gott, der hat mir alles gerippt. Wie jetzt? Der hat mir alles geklaut, der Jorge. Wie das denn? Ey, der hat mir alles gerippt. Wie das denn? Was hast du denn gemacht? Was ist das denn? Faker. Wieso? Ich habe meine krassesten Sachen reingepackt. Er hat so die krassesten Sachen von ihm reingepackt. Dann habe ich auch akzeptiert gerückt. Er auch. Dann ging so 5 Sekunden Countdown runter. Und bei einer Sekunde hat er seine Sachen schnell rausgenommen. Ich glaub's nicht. Ah, der hat alles gerippt. Nö, das ist mir zu blöd. Ich war auf. Von dir. Sprung. Wow. Bam! Ja, nicht schlecht. 673.000. So, warte mal. Ich kaufe jetzt mal erstmal ganz kurz. Okay, ich habe jetzt fast das eine Ei. Zack. Oh, der Jorge nervt. Wie weit kommst du? Bis 664.000. Alter, das ist soweit. Okay, noch 3 Sprünge, dann habe ich nämlich 10 Millionen. Bin ich nämlich gespannt, was in dem 10 Millionen Dollar Ei drin ist, Freunde. Dann werdet ihr direkt wissen, ob sich das lohnt oder ob sich das nicht lohnt. So, 691.000, wieder ein Rekord für mich. Komm schon noch zweimal springen. Ja, los. Wow. Okay, 681, das ist jetzt leider gerade kein Rekord, aber das könnte ein Rekord werden. Komm schon. Ja, okay. 697.000, höchste Punktzahl. Jetzt kommen wir das 10 Millionen Dollar Ei. Lasst jetzt ein Like und ein Abo da, Freunde. Alter. Du spinnst. Bitte legendär, das wäre so heftgewöhnlich. Aber was bitte kriegt dafür? Was bringt das? 28.000. Ey, ich kann immer noch nicht glauben, dass er mir das abgezogen hat, der Typ, ey. Was sollte das? Aber ich würde sagen, wir rechnen uns auf jeden Fall in der nächsten Folge bei dem, Kaspar. Machen wir mal. Und dann werden wir auch bis zum Ende einmal komplett durchgehen. Dann werden wir bis zum 1 Million Dollar Turm kommen, ja? Ja. Das wird krass. Ja. Ey, Kaspar! Alter! Guck dir diesen Turm an vor uns! Wir können aber immer höher springen, ne? Oh und wir mein Gott, wie cool! Wir haben hier so einen Shop, guck mal, da können wir uns mit Siegen richtig coole Sachen kaufen. Siehst du das hier? Ah, ich sehe es gerade, lol! Hey, wo bist du denn? Ich sehe dich gar nicht. Achso, ich bin hier gerade auf der Türkisen. Wo bist du schon? Oh mein Gott, das ist nochmal ein anderer Shop, sehe ich gerade. Doppelsprung und sowas, ne? Okay, pass auf. Also, Ziel ist es, nach ganz oben zu kommen in kürzester Zeit. Und jede
Sekunde, die wir hier online sind, kriegen wir plus 1 Sprungkraft. Hä, wow. Das ist voll krass, Alter. Oh mein Gott, komm, guck mal, links ist ein extrem hoher Dingens. Hey, jetzt kommst du hier noch gar nicht hoch. Wie bist du denn? Boah, wie hoch ist der denn da? Warum bist du schon über mir? Warum hast du mehr Sprungkraft? Ich bin ein über dir schon. Was hast du hier gekauft? 354 habe ich jetzt. Aber kann ich vielleicht auf dich raufspringen, irgendwie in der Luft oder so? Ich probiere. Warte mal, lass noch mal probieren. So, ich warte hier mal. Und komm rauf. Und jetzt springen, springen wir. Nee, okay, Mann, das geht durcheinander. Hä, aber ich komme nicht hoch gerade. Au! Wie Sprungkraft hast du denn jetzt gerade? Hä, guck mal, ich habe 380. Also, guck mal, ich bin sogar beim nächsten. Du hast dir, glaube ich, irgendwas mal 2 gekauft oder so. Ich habe 390, 400, also, das geht mega schnell. Du kriegst doch doppelt so viele Sprünge. Pass auf, kauf dir mal plus 3 Sprung die Sekunde. Ich habe mir nichts gekauft. Entschuldigung, ich habe mir nichts gekauft hier. Es ist einfach. Okay, ich komme. Genau. Okay, plus 3 Sprung die Sekunde. Okay, ich bin mal gespannt hier. Oh mein Gott, da oben ist das Ziel, sehe ich gerade. Das ist die letzte Wand. Ich habe jetzt 2. Ich bin oben. Ey, was hast du gekauft? Was hast du gekauft? Du bist schon höher als ich wieder. Jetzt. Ich habe plus 3 Sprung die Sekunde habe ich gekauft. Hä, dann bist du jetzt ja viel schneller als ich. Guck mal, ich habe mal 2 Sprung gekauft. Ich dachte damit, ich habe nur 2 mal schneller. Okay, war dann berühren. Ach so, okay, Sieg. Berühren. Und das war Sieg Nummer 1. Das war schon mal Sieg Nummer 1. Und wir könnten uns jetzt, guck mal, jetzt siehst du im Shop, was wir mit einem Sieg machen können. Ah, deswegen, Premium-Spieler bekommen jede Sekunde 2 Sprungkraft. Und ich bin ja kein Premium-Spieler, ich habe ja hier diesen Robux, diesen Star-Code, deswegen bin ich kein Premium-Spieler. Jetzt verstehe ich. Hast du Glück gehabt, aber? So. Hab ich Glück gehabt? Hier, diese Treppen sind gar kein Problem. Und ich sehe auch gerade, es fängt jetzt gerade wieder bei 0 an, ne? Ja, wir haben gerade 0 Sprung gehabt, ne? Ja, das heißt 4, 6, 67, so. Immer eine Wand nach und nach. Oh, hier komme ich noch nicht hoch. Ey, du bist ja 10-mal schneller als ich. Du brauchst dieses doppelte Sprung. Dann sind wir auf demselben Level. Wo kann ich das denn kaufen? Warte mal, es gibt sogar andere Türme, sehe ich gerade rechts hier, ne? Was bringt die jetzt? Ich habe nicht genug Robux. Ich gehe mal ganz kurz hier zu den Türmen unten. Was bringt die jetzt? Man kann VIP erforderlich. Okay, das ist der VIP-Turm. Hier ist ein Gewinn erforderlich. Guck mal, hier, wir haben einen neuen Turm frei. Komm mal her. Zeig mal. Hier rechts. Hier, wenn du unten bist. Ach, dieser Rainbow-Turm. Hier, der Rainbow-Turm. Und jetzt können wir hier hochgehen. Warte mal. Achso. Wir können noch nicht ganz rauf. Wir müssen es in einem Sprung dann machen. So, jetzt haben wir auf jeden Fall mal ordentlich Sprung auf uns angesammelt, ne? Oh yes. Wollen wir jetzt mal hier vorne diesen einen Turm probieren, diesen hohen? Diesen Regenbogenturm? Oh mein Gott, da kommt man ja erst zum Ende hin. Ey, da kommt man noch nicht hin. Das schaffen wir gar nicht. Aber wir können, das Ding ist, wir können jetzt, ich glaube, um mehr Siege zu haben, um da vorne zu der anderen Welt hinzukommen, müssen wir hier nämlich reingehen. Guck mal, kommst du mal mit hier? Zeig mal, ich komm. Hier steht nämlich ein Gewinn erforderlich, dann können wir nämlich hier reingehen. Und jetzt? Dann sind wir in einer anderen Welt. Und danach brauchen wir 10 Siege und sowas, ne? Das heißt, wir können uns jetzt die Welten erweitern. Und das ist einfach so eine Schokoladenwelt, ich liebe Schokolade. Wie hoch kommen wir jetzt hier? So hoch, ey, du bist halt locker irgendwie dreimal. Wie viel Sprungkraft hast du jetzt gerade? 806 habe ich gerade. Ich habe 600 gerade, Mann. Aber ich habe auch noch mal dieses Mal 2 Sprung aus Versehen gekauft. Ja, dafür habe ich nicht genug Robux. Aber ich komme hier trotzdem ganz gut hoch, muss ich sagen. Ich habe dir doch Robux zum Geburtstag geschenkt. Ja, ich weiß. Ich habe dir noch nicht eingelöst. Unglaublich. Ich bin noch nicht gekommen, ey. Mein Gott, was ich vergessen. Oh Gott, und jetzt hier, Achtung. Ich bin oben jetzt hier. Nochmal. Du kriegst hier bei der zweiten, kriegst du 2 Siege jedes Mal, ne? Also das Doppelte sieht sozusagen. Das Doppelte, ne? Man kriegt auch jedes Mal, glaube ich, dann mehr Punkte, weil ich krieg gerade 6 Sprungkraft pro Sekunde. Was schon mal echt nicht verkehrt ist. Und es gibt sogar, Alter, man kann sich einen Doppelsprung kaufen. Ja. Was? Und dann, was kriegt man dafür? Ja, der muss ja richtig krass sein. Boah, wie knapp ich da jetzt nicht hochgekommen bin, ey. Komm schon, ich bin jetzt hier. Das war so knapp. Ich krieg gerade schon meine Dingens, meine Sprungkraft gerade schon wieder. Ja, so. Hier noch. Wir brauchen auf jeden Fall gerade ein bisschen mehr, um jetzt hier hochzukommen, sehe ich gerade, ne? Also, um einiges mehr. Oh, komm, jetzt. Warte, ich hab's fast. Komm, jetzt aber, okay. Wieso bist du jetzt so weit unten und wieso kommst du da nicht so weit hoch? Ja, weil ich bin ja wieder zurückgesetzt mit den Siegen. Das ist ja das Problem. Ach so, ja. Man kann sich aber auch sogar Sprung einfach kaufen links. Es reicht immer noch nicht. Mir fehlen locker noch 3 Stufen oder so. Was? Mann, ich komme hier nicht höher. Oh mein Gott, du hättest echt dieses Mal 2 holen müssen, ne? Ja, ich weiß, es wäre OP gewesen. Aber ich habe mir halt plus 2 Sprungkraft geholt jede Sekunde. Ich glaube, ich kaufe mir jetzt den Doppelsprung. Nicht. Der Doppelsprung muss, glaube ich, cool sein. Alter, was?
Der Doppelsprung, was soll das denn sein? Der Doppelsprung, ich glaube, dann kann ich zweimal sprengen. Ah, lol. Das ist ja übel. So aber gut. Irgendwie geht er noch nicht. Probier mal aus. Also ich komme jetzt hier bei dieser Wand auch nicht hoch. Ne, ich muss hier kurz warten. So, ey. Kann man nicht irgendwas kaufen? Piu und was ist denn hier die Wiedergeburt? Oh mein Gott, zweimal springen ist echt cool. Das ist quasi einfach, als würde ich zweimal springen. Ja, das ist wie Cheaten. Ist ja klar, das weißt du, ich will nicht sagen, aber ist wieder klar, dass du wieder alles für Robux kaufst, was es da gibt. Ne? Ja, wenn du die nicht einlöst. Aber hier bin ich erst. Komm mal wieder zu mir hier. Boah, du, ich bin ja ein Geigo, oder was? Ich hab das noch nicht vergessen. Ja, du, ich bin genau bei dir hier. Warte. Ja, nicht, dass sie nachher ungültig sind oder so. Nein. Bam, plus so. Zwei und noch mal jetzt hier. Okay, jetzt muss ich. Jetzt bin ich aber auch wieder ganz klein. Oh mein klein. Gott, schon jetzt wieder nicht. Jetzt habe ich wieder ganz, ganz wenige Sprünge nur. Aber du hast jetzt immer noch den Doppelsprung, den hast du ja die ganze Zeit jetzt, oder? Ja, aber jetzt bin ich ja trotzdem, so, jetzt ist mein Sprung ja wieder niedrig. Jetzt ist ja wieder ganz niedrig. Also ich muss hier ein bisschen Zeit schinden gerade, weil ich irgendwie hier nicht höher komme. Also ich muss warten, bis ich hoch genug springen kann, ja. Boah, da fehlt nur noch ganz wenig, dann habe ich's. Ach, du könntest schon, halt hier die Siege auch schnappen mit Dingens, ne? Mit was? Warte mal, ich glaube, es ist viel schlauer, wenn wir uns die Siege beim ersten Ding holen, weil wir da ja höher kommen. Weil das viel schneller geht, ne? Weil wir dann durch mehr Siege jedes Mal mehr Sprungkraft pro Sekunde bekommen. Und ich bin oben, zack, plus zwei, sehr gut. Okay, ich krieg jetzt gerade, wie viel krieg ich? Ich krieg, glaube ich, gerade nochmal mehr Sprungkraft pro Sekunde. Oh mein Gott! Ich krieg acht Stück pro Sekunde. Acht krieg ich jetzt auch gerade, acht. Okay, sehr gut. Dann geht's hier weiter, so. Dann bist du jetzt schon auf demselben Level wie ich mit der Sprungkraft. Also das ich bin jetzt gerade bei 79, 86 und du? Und bam, Doppelsprung. So. Ich bin bei, also 280 Gott. Bin ich jetzt gerade. 280? Ich bin jetzt gerade wieder, ich bin auf einem anderen Turm. Nein, so knapp, Leute. Ich bin wieder zurückgegangen zum ersten Turm, ne? Ach, bist du beim ersten Turm gerade? Ja. Okay, warte, ich komm zurück. Ich suche hier gerade noch eine Möglichkeit, weißt du, weil was es nämlich auch gibt? Nämlich Pets. Pets? Ich guck gerade, wie man sich die Pets holen kann. Hier. Stimmt, hier gibt's Haustiere. 20 Siege, 8 Siege, 3, 1 Sieg, um das Ei zu öffnen. Wollen wir das machen? Oh mein Gott, ich seh's gerade. Ich hab 5 Siege. Warte mal, ich kauf mal ganz kurz. Willst du da drüben die Pets holen oder hier? Ja, hier kostet auch nur einen. Also ich hab jetzt hier kurz okay, dann zeig mir hier, okay. Gibt's hier noch? Ich hab einen Hirsch bekommen. Bitte. Oh, eine Kuh. Ich hab ein Einhorn. Nee, einen Hirsch. Komm schon, ich will dieses rote Ding haben. Eine Kuh. Ach nee, warte, jetzt muss ich die ausrüsten. So, ausrüsten. Okay, ich habe auf jeden Fall alle meine drei Tiere um mich herum. Mein Gott, ich die bringen plus 30 Sprung und so. Was? Boah, wieso haben sie sich die ganze Zeit schon gemacht? Alter, du hast recht. Da kriegt man... Ja, und du kannst sogar auch aufleveln, sehe ich gerade. Hä, ich bin aber gerade mal... Wie viel Sprung hast du? Ich habe jetzt gerade mal 410, 440. Ich habe jetzt 622 gerade, aber ich glaube, die bringen dann allgemeine Sprungkraft oder sowas, ne? Dieser Doppelsprung ist bei dir halt auch krass. Der Doppelsprung ist echt OP. Der Doppelsprung ist richtig crazy. Safe. Also ein Haustier war jetzt gerade wichtig. Das war schon wichtig jetzt gerade. Oh Mann, ich hätte es nicht sagen sollen, ey. Dann hätte ich wahrscheinlich die ganze Zeit gewundert, wieso es so krass bringe. Der Süßigkeitenberg ist erklommen worden jetzt von mir, ne? Habe ich auch schon. Ich würde sagen, lass uns mal wieder zurückgehen zur ersten Karte, weil es ist schneller da, alle hochzukommen, glaube ich, oder? Ja, könnte gut sein. Ist gleich hoch. Diese Tiere, oh mein Gott, die leveln auf, wenn du es schaffst. Die sind jetzt Level 3 bei mir. Und jetzt kann ich durch mehr Sprung. Und ich könnte auch die Sachen kombinieren. Das heißt, ich werde mal ganz kurz mal weitere Eier kaufen. Plus 10 Sprung, noch eine plus 3 Sprung, plus 3 Sprung. Das Eichhörnchen war ja voll gut, was ich hatte. Ja, warte, ich kaufe jetzt mal ein Dreier-Ei. Mal gucken, was ich da bekomme. Irgendwie okay, Element 101, das ist, glaube ich, gut. Das ist nur 5% Chance. Nein, wieso kriegst du jetzt sowas Gutes? Ey, das ist gar nicht gut. Es hat nur 12 Natürlich Sprung. Natürlich ist das gut. Oh, komm schon, ja. So. Okay, so, wie viele Wände fehlen da noch? Springen wir auch wieder hoch. Ne? Wieder... Ja, das Problem ist, dass du halt irgendwie, du bist halt locker dreimal so schnell wie ich. Also du bist halt richtig. Ich seh dich da oben. Vor allem auch mit dem Doppelsprung ist ja übel okay. Also der Doppelsprung ist echt krass, muss ich sagen. Der Doppelsprung kommst ja easy hoch hier jetzt die ganze Zeit. Naja, easy jetzt nicht. Also schon easy. Geht so. Ich hab hier erstmal 250 Sprung. Die Tiere müssen. Ich muss jetzt erstmal warten auf dieser Etappe. So, hast du gesehen? Jetzt hoch genug? Ich hab dich noch nicht gesehen. Warte mal. Oh, du bist schon wieder an mir vorbei. Guck mal, wie schnell. Ich hab's nicht geschafft. Komm mal wieder runter hier. Hier bin ich. Da bist du ja. Du bist runtergefallen. Du hast mich runtergestoßen. Ehrlich? Wie hab ich das denn geschafft? Ja, irgendwie runter, weiß ich auch nicht. So, okay, man braucht 10 Siege, glaube ich, um die eine Welt zu schalten. Also, ich weiß, also letzte Wand jetzt hier? Nee, zwei Wände. Insgesamt jetzt Siege braucht oder die man jetzt gerade aktiv fehlt, hat? Wie viel fehlt? Oh, du schaffst auch noch nicht hier? Okay. Nee, ich schaff's auch nicht. Nochmal, also nicht nur mit Doppelsprung schaffe ich das. Aber ich bin mir so richtig coole Sprungdinger zu kaufen. Noch mehr Boost oder was? Ey, guck mal, wie weit du kommst. Das ist voll OP bei dir. Ja. Wie viel Sprungkraft hast du gerade? 300. 400, ne? 366. Guck mal, ich hab 840 Sprungkraft und ich komme da nicht hin. Ich krieg jetzt plus 6 Sprung die Sekunde. Alter, was kaufst du dir da? Ich hoffe, es ist ein Nuke. Wie ein Nuke? Ich hol jetzt hier eine Nuke, kill all. Warum denn eine Nuke?
Nein, okay, komm, ich hör auf. Aber weißt du, was dann, glaube ich, wäre, wenn du die kaufst? Dann setzen alle auf den ganzen Server ihre Sprungkraft. Oh mein Gott, man kann sich Wins kaufen, sehe ich gerade. Oh nein, wo geht das denn? Links oben, habe ich jetzt erst gesehen. 50 20 Siege. 20 Robux, so. Ich hätte es kaufen können. 50 Siege. 50 Siege, nein. Stimmt. Hätten wir schon weitergehen können. Ich kaufe mir erstmal einen Win und dann hole ich mir nochmal einen zweiten. So, boah, meiner boostet so krass hoch, ne? Das ist echt. Ich will nämlich nochmal zwei Eier öffnen. Komm, wir machen jetzt beide nochmal zwei Eier auf und gucken, was wir da drin ziehen. Du bist auch noch oben, ne? Du bist noch oben. Ja, ich mache mir nochmal ganz kurz, springe ich hier nochmal nach oben, so. Gerne, bam, bam. Die Wand habe ich, nächste Wand, kein Problem für mich. Bam, bam. Oh, komm schon. Okay. Ja, ich muss hier noch ganz, ich bin jetzt schon bei 1000 Sprungkraft und du hast halt durch diesen Doppelsprung, bist du halt richtig krass unterwegs. Ne? Ja, der Doppelsprung, der carried richtig rein, also ich schaffe jedes safe. Ding. Ich glaube, du schaffst es sogar nochmal vor mir. Ah, komm schon, als wenn du es nochmal vor mir schaffst. Der letzte Sprung. Mann. Ja. Okay. Nein, als wenn du es, in der Zeit, wo ich es einmal geschafft habe, hast du es dreimal geschafft. Und selbst jetzt habe ich es noch nicht. Ich muss so, und jetzt kommt noch den Nuke hier. Nuke. Wie Nuke? Wieso, du kaufst jetzt keine Nuke? Hör auf, Oh mein Gott. Alle draufgegangen? Alter, du willst nicht wissen, was gerade passiert ist. Was denn? Ich bin draufgegangen und mein Kopf ist noch auf diesen Siegbutton geflogen. Was? Und dadurch habe ich gerade einfach das doch noch den Sieg angerechnet bekommen. Okay, das ist krass. Das okay, war dann, richtig krass. Wir kaufen jetzt die beiden Eier, mal gucken. Ich kaufe jetzt eins. Und Wagen? Und oh nee, der Truhe war nicht. Truhe so habe ich bekommen. Oh, was habe ich hier noch? Truhe hat 11%. Ein Elefant! Und ich krieg hier noch, komm schon, eine Kuh. Aber man kann die combine. Ich habe jetzt drei Kühe. Das heißt, ich habe jetzt combined. Jetzt habe ich dadurch eine 9. Das ist gut. Lol, okay. Das ist mega gut. Jetzt habe ich noch bessere. Den hier. Zack. Okay, das heißt, das unausrüsten, das ausrüsten. Jetzt habe ich schon ein bisschen Sprung extra bekommen durch die Tiere, ne? Ja, sehr gut, sehr gut. Vier Tiere kann man gleichzeitig benutzen, ne? Ich habe jetzt zwei neue, also die sind auch Level 1 gerade noch, leider. Alter, ich muss sagen, Alter, ich komme jetzt echt richtig schnell hoch, sehe ich gerade, ne? Ja, bei mir, also es ist schon schneller als eben, aber es ist immer noch nicht so mega schnell. Also es wäre schon cool, wenn es noch ein bisschen schneller gehen würde, muss ich sagen. Ja, ja, dann müssen wir hätten uns einfach Siege kaufen sollen, das wäre doch besser gewesen. Ja, wir von Anfang machen sollen. Vielleicht in einem zweiten Part oder so. Ja, im zweiten Part. Okay, jetzt mache ich den letzten Sprung jetzt hier. Und Doppelsprung hier rauf aufs Gelbe. Oh, nicht schlecht. Und ja, jetzt nochmal, jetzt aber, phew. Wow. Alter, ich flieg so extrem hoch, ne? Ja, nicht schlecht. Ich muss hier leider warten, bis und ich rein. Ich hab's geschafft, okay. Mann. Bis zum nächsten Mal. Roxnow, hier drüben bin ich. Hier drüben. Kann ich nochmal rüberkommen? Ich komm. Hä? Du bist drauf reingefallen. Wie jetzt? Oh mein Gott, wir spielen heute eine IQ-Obby. Das warte, heißt, ich muss nachdenken. Achso, ich muss auf die Laser raufspringen. Das weiß ich, ja. Was? Okay, bist du dahinter gekommen. Also heute ist alles anders, oder was? Ja, heute ist alles anders. Ich sag mal so, wir müssen bei jedem Level nachdenken und knobeln, wie wir weiterkommen sozusagen. Oh, ich wusste es. Oh, ich stelle erst in den Checkpoint. Aber guck mal, hier muss man einfach dann. Okay, also dann lass uns jetzt die ganze Zeit weiter knobeln, ne? Oh. Ja, ja, okay, ich bin gespannt. Ich glaube, hier muss man. Locker hier rüber. Ja. Ja, aber klar. Guck mal, ich habe genau richtiges Obby-IQ in meinem Kopf. Oh, was ist denn jetzt los? Ich glaube, locker so. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Hä? Nein! Ja! Alter, wie schaffst du diese Seitensprünge? Die sind voll mega einfach, schwer. Einfach, hab schon geschafft. Ha, wer hat jetzt Make? Kaspar. Oh, bitte. Oh mein Gott, ich finde die mega schwer, du nicht? Hä, die sind voll leicht. Hä, so um die Seite rum? Ist voll, guck mal, wie einfach. Also, echt. Oh Mann, also ich kann das halt. Das glaube ich ja jetzt nicht. Oh Gott. Ein noch. Okay, sehr gut. Was haben wir jetzt? Und jetzt ein Käseraster. Okay. Anscheinend immer nur ins Unsichtbare rein. Okay, haben wir auch gemeistert, ne? Easy peasy. Oh mein Gott, guck also mal. Echt. Wir sind schon voll die Profis. Ich sag dir, weil wir halt einfach. Nein! Halt, ja, man muss halt auch irgendwie alles anders so machen. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es so weitergehen wird. Jetzt zum Beispiel. Locker so. Okay. Ey! So, jetzt habe ich's. Okay, besser ist das. So, jetzt müssen wir ja. Ich sag da ganz rechts. Oh mein Gott. Als ich sag da in der Mitte. Oh mein Gott. Ja, und nochmal. Ey, na. Dann ist es da ganz links. Manu. Nein, du wusstest, dass das ist. Hä? Ich weiß, welcher es ist. Es ist der. Oh mein Gott, du hast gesehen noch, dass ich noch da. Hä? Wie geht das? Da! Du bist zu blöd. Du hast kein IQ.
Oh mein Gott, was? Krass, oder? Ich wusste es. Oh nein, was ist jetzt hier los? Verdammt. Hä? Okay, hier soll man nur auf den Weg drauf? Ach so, das ist ja voll einfach. Hä? Man muss einfach nur auf den Weg laufen, oder ja, was? Ja, okay, also das haben wir. Oh nein, oh nein. Lang. Ist es jetzt echt oder. Ja, danke, wir sind also, es war doch auf die roten Felder drauf. Hä? Nee, da hinten nicht mehr. Was? Lol. Hä? Hä? Okay. Nee, da nicht. Hä? Okay, wir müssen es langsam rantasten. Man darf nicht auf jedes rote, glaube ich. Nee, man darf nicht auf jedes rote. Hä, doch. Hier. Man darf nur auf die in der Mitte, lol. Ja, ich bin ganz links gelaufen, ging auch. Das kann, also, zeig noch mal, das kann nicht sein. Zeig mal. Ja, kannst mal sehen. Was? Jetzt mal, ja, okay. Oh nein, das ist wieder unsichtbar. Ey. Hä? Ja. Was? Hä? Hä? Du bist doch eine Leiter. Ey, lol. Das ist ja, okay, oh Gott, was müssen wir denn jetzt machen? Einfach Mitte laufen. Hä, wo müssen wir jetzt? Ich würde eher fast sagen, hier irgendwo rauf oder so an der Seite, oder? Nee. Ich würde sagen. Hier? Hä? Den unsichtbaren Weg finden, aber wo genau? Ich fahr. Hey! Hä? Hier genau drauf? Ah! Nee. Ich war sogar seitlich runter. Hast du was? Hast du den Weg gefunden? Dann hier, dann ist hier ein unsichtbarer Weg zwischen, wir sehen ihn einfach nur nicht. Glaubst du? Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott, Digga! Oh mein Gott! Hey, das ach ist so, ich weiß wie, das sind einfach die Teile. Ach lol, was? Ja, okay, oh Gott, was ist denn jetzt? Das kann nicht leicht sein. Ich sag hier lang. Ach, oh, verdammt. Ich sag einfach. Ey! Hä? Okay. Oh, wow, du musst einfach. Ey, Mano! Ey, das ist schwierig. Das ist voll schwer. Warte mal. Ey! Aber das Ding ist, du fliegst dann auch einfach in die andere Richtung auf einmal. Verdammt. Ich hab's geschafft. Ey, ich sag dir, das ist gar nicht mal so. Oh mein Gott. Du musst sofort gegenlenken. Ja, ich mach. Du musst schon vorher gegenlenken. Also wirklich. Warum, das ist mega schwer. Du bist ein richtiger Noob. Das ist mega schwer, ich sag's dir. Du bist ein richtiger Noob. Jetzt aber. Also wieso? Ich fliege immer so 5000 Kilometer weit weg. Ich mach das gar nicht. Ich kann da gar nicht dafür. Ja. Also wirklich. Jetzt reicht's auf. Ich lenk schon gegen! Wie du. Ich lenk da doch schon gegen, verdammt! Was soll das? Mann! Immer dasselbe! Und wui! Oh Mann! Diesmal nicht! Jetzt komm! Wui! Ich lenk dagegen, wie ich kann! Mann! Es geht nicht! Ja! Es geht nicht! Das ist so schwer. Boah. Es ist einfach schwer. Hallo. Ja. Oh mein Gott. Ja. Jetzt aber, komm schon. Ich kann gar nicht mehr gucken. Ich kann nicht mehr. Jetzt aber. Oh, verdammt, Mann. Ich sag dir, es ist echt mega schwer. Ach, Mann. So, gerade jetzt. Ich muss mich nur fokussieren. Hallo, heute noch. Ach, Mann. Also, das geht gar nicht. So, ich glaube, ich muss hier nur ein bisschen einmal. Ja! Geschafft! Unglaublich! Unglaublich! Oh mein Gott, ich musste skippen, das war so schwierig. Hey, guck mal, das kann man auch gar nicht schaffen, weil das so schnell ist. Einfach unglaublich. Okay, dann würde ich sagen, hier müssen wir jetzt irgendwie. Ja! Ah! Oh, jetzt kommen nur noch so Geschwindigkeitssachen oder was? Hä? Wie bist du denn darauf gekommen? Ich bin direkt gesprungen. Ja. Ja! Stimmt, hier auf die Leiter rauf. Ah! Easy peasy. Dann hier rauf, auf diese. Ah! Hä? Ah, man muss locker. Ja. Ich hab die Idee. Ah, ich hab IQ. Ich hab was IQ. Denn? Ja. Ja. Auf die kleinen, ne? Auf die kleinen. Ja, genau. Ich hab nämlich IQ. Okay. Oh. So, haben wir. Sehr schön. Und hier? Oh, jetzt rauf? Oh. Hä? Was? Hä? Und du bist auch da mitten auf. Du warst was? In der Luft. Ja, guck mal. Ich hab's schon wieder geschafft. Hä? Wie schaffst du das? Das ist doch auf hier die raufspringen einfach. Ja, ich flieg immer durch. Warte mal, jetzt. Jetzt, okay. Jetzt auf da. Ja. Auf das nächste. Ja. Okay. Ich sehe, du schaffst es dann. Ja. Sehr schön. Oh, noch ein letzter, komm. So, sehr gut. Sehr gut. Okay, jetzt müssen wir gucken, dass wir. Oh, da ist eine unsichtbare Wand.
Nee, da musst du doch bestimmt rüberspringen oder so, oder? Kann man hier auch... Ah! Ja. Hä? Und, war richtig? Nein. Nee. Hä, wieso? Ich glaube, du musst hier... Ich glaube, entweder ist es eine unsichtbare Wand oder was ist hier? Was kann da sein? Gute Frage. Vor allem, wie kommt man da rüber? Kann man hier vielleicht außen lang? Ah, ich häng fest! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Ich häng fest, guck mal! Ich konnte oben drauf klettern! IQ am Start! Ja, aber ich häng fest! Ah! Da musst du ein bisschen knobeln, sag ich ehrlich. Es war auch nicht so easy, darauf zu kommen. Du hast nur Glück gehabt. Hä? Du musst nämlich von außen ran springen. Hier, wo ich stehe jetzt. Spring von da ran. Ach so. Hier und jetzt drauf. Da. Ja, so, ach so, genau. Okay. Also gar nicht so schwer. Gar nicht ja, so schwer. Gut, das geht dann ja. Hey, ja. Oh, okay, muss man ein bisschen mitlaufen. Oh Gott. Man muss einfach nur springen dabei. Ach so, okay, dann geht das ja einfach. Ey, was? Hä? Wieso komme ich nicht so weit? Hä? Oh mein Gott, das ist nicht schwer. Hier, komm schon. Ja, ich hab's geschafft. Ja, sehr gut. Du auch, sehr gut. Und jetzt? Ist sie doch... Hä? Ich wusste es. Ah, hier auf den rauf? Ah. Hey! Warte, ich weiß, wie wir es machen müssen. Wie denn? So. Wie bist du denn auf den zweiten gekommen? Ja, mit Tricks halt. Hä, du bist von unten darauf gekommen? Ja, du musst aber kurz... Also, du bist ja... Du willst dich Obi-King also, dann? Ja, genau so nämlich. Ja, okay, aber ist aber schwierig, ne? Das ist doch nicht schwierig. Natürlich. Jetzt muss ich erstmal wieder 3000 Jahre warten, bis Kaspar es geschafft hat. Gar nicht. Muss ich noch einen höher? Ja. So, habe ich doch, Alter. Was für 3000 Jahre, Mann. Okay, nochmal. Naja, also... Hä? Nochmal. Ach so, ich dachte, ich könnte da durchlaufen. Okay, rüber hier, bam, mit Ansage. Und ich wusste es. Ich wusste es. Das kennen wir doch. Also, echt. Was ist denn? Wie kann man denn? Also, ey. Digga, hier ist ja das Ding, dann gehe ich hier rüber und... Ja, ist doch nicht so schwer. Also, ohne Grund. Ich hab nichts berührt. Guck mal, ich berühre das nicht mal. So. Den muss man nur einmal berühren, die fallen runter oder so. Ach so, ja, okay. Warte mal, jetzt noch mal. So, komm, er schafft es, Freunde. Putz. Jawohl, so, okay. Oh, verdammt. Okay, man kann hier anscheinend auf dem Weg, aber ich glaube, es geht hier geradeaus weiter. Nee, doch nicht. Ah, warte mal. Okay. Hier lang? Nein. Ich sag mal, ja, genau, er ist gespiegelt. Der Weg ist gespiegelt. Oh mein Gott. Ey, nicht ganz gespiegelt. Oh, hä, bist du los? Wir müssen auch hier rüber, ne? Ach so. Hey, was? Ich hab's geschafft. Ich bin vor dir drüben. Ene, mene, Match. Glaub ich nicht. So, hier jetzt hier zurück. Und jetzt einfach nur hin. Hey, das kannst du dir noch ausdenken, oder was? Komm doch hier rauf. Ja, hab ich ja versucht. Du kannst ja so hinlaufen. Geht zum Weg, oder was? Ach, das geht. Ach so. Ja, also echt. Ich so, ja, das wusste ich doch nicht. Wow. Ja, was hast du denn da schon wieder gefunden, sag mal? Wow. Also, meine Sachen sind echt einfach. Oh Gott, oh Gott. Ja, hier eigentlich nur hoch, ne? Dann hier rauf. Ja, genau. Hier rauf und... Hey! So, jetzt aber. So, jetzt hier hochklettern und jetzt... Hier hochklettern und... Jawohl, so. Sehr gut. Okay, hier der Schredder. Okay, der hält anscheinend nur für eine Sekunde an, oder was? Hätte... Stimmt. Du musst irgendwie schon vorher losspringen, glaube ich. Hä? Was? Jetzt hat er sich gerade gedreht. Oh mein Gott, was? Ich glaube, du musst genau dann, wenn er nicht bei dir ist, musst du losspringen. Das kann nicht sein. Nein! Was? Oh mein Gott, du hast so ein Glück gehabt schon wieder, ne? Hier jetzt. Ey, was? Oh mein Gott, ich hab's. Was? Oh mein Gott. Oh mein Gott, das ist echt schwierig. Ja. Das ist hier. Hä? Wie bist du da rübergekommen, den zweiten eben? Ah, das sind Teleportierknöpfe, glaube ich, oder? Nee. Hä, wie bist du gerade rübergekommen? Hä, bei mir war... Ich war noch gar nicht drüben bei mir. Bei mir bist du auch schon drüben gewesen die ganze Zeit. Aber wie kommen wir jetzt hier rüber, ist gerade die Frage. Vielleicht hier? Hochspringen oder so? Irgendwo hochspringen, glaube ich, auch, ne? Könnte ich mir... Hä? Wow! Was hast du gemacht? Wie geht das denn? Ich glaube, das ist eine Kombination. Ich glaube, du musst immer einen Knopf drücken, dann noch einen anderen gleichzeitig drauf.
Ja! Oh. Das war der Knopf oben links. Ey. Ich drück mal hier drauf und dann wieder hier drauf. Ne, jetzt ging's wieder zurück. Hä? Ja, das ist immer ein Knopf. Du musst mal einmal auf den roten und einmal auf den... Lass mich wieder mal anfangen. Ja! Hä? Welcher war das hier? Der hier. Ja! Okay, sehr gut. Hui. Und hier weiter. Oh mein Gott. Hä? Oh mein Gott. Oh mein Gott, gerade so geschafft. Hä, wie hast du das denn jetzt geschafft? Tja, hier ist eine unsichtbare Leiter hier vorne. Ah, okay, okay. Dann laufen wir über Lava, ne? Oh, hier, das ist ja wieder... Wusste es. Was? Also, wie kann man da drauf gehen? Weil ich dachte, das ist wieder mit zu springen. Das wäre mal genau spielen. Vergessen, dass wir in der Trolllobby sind. Das ist doch auch hier. Ah. Hey, aber yo. Hier? Hä? Hier, wie kommt man denn da hin, sag mal? Oh mein Gott, hä, vielleicht. Hab's wieder geschafft. Vielleicht. Hier jetzt rauf, so? Ja, einfach auf dem roten laufen, ne? Ah, ja, okay. Ah! Schnell! Hä? Hä, da, wie kommen wir denn da weiter? Auch nicht. Hä? Jetzt ist grad... Hä? Das ist auch so eine unsichtbare Wand direkt am Anfang. Warte mal. Was? Ich glaube... Ja! Ich glaube, das ist so eine... Ich glaube, der Turm zeigt das Symbol, wie wir laufen müssen. Hier so mäßig hoch. Ja, glaubst du? Also ich kann mir vorstellen, dass unten... Guck mal, unten ist ganz... Warte mal. Nee, okay. Also... Ich überlege gerade, wie man es am besten machen soll. Ja, wie soll das denn gehen, sag mal? Ich könnte mir nur vorstellen... Ja, genau sowas könnte ich mir vorstellen. So, oh, warte mal. Hier kann ich gegenlaufen und da bin ich nicht draufgegangen. Hier eben. Hier irgendwo. Warte, das nochmal. Hier jetzt irgendwo. Hä, aber hier ist eine Leiter. Ja, die müssen ja hoch, glaube ich. Das heißt, wenn das Ding ganz oben ist, springen, oder? Ey. Warte mal, ich probiere mal und... Hey, okay, draufgegangen. Hä? Wie kommen wir hier weiter? Aber, oder die Leute schreiben uns einfach irgendwelche Hinweise in die Kommentare. Ja, würde ich auch sagen. Schreibt mal am besten, damit wir weiterkommen, Freunde. Okay, schreibt die Sachen in die Kommentare. Go. Und dann machen wir den zweiten Part. Bis dahin. Ciao, ciao. Yo, hallo, oh, Gaspar. Was geht ab, Brox? Oh, mein Gott. Oh. Was war denn das gerade? Wo bin ich denn da reingefallen? So, wir müssen heute nämlich probieren zu sterben. Auf viele verschiedene Weisen. Was? Okay, da bin ich aber gerade. Also, war das jetzt gerade schon Stufe Nummer 1 oder was? Das war Stufe 1. Das war hier Level 2. Okay. Das ist ja anscheinend der Killbrick. Das heißt, ich glaube. Ja. Also, wenn man den berührt, dann stirbt man einfach. Dann stirbt man anscheinend. Auch nicht schlecht. Und das wird anscheinend später noch richtig, richtig wild, wie das so passiert. Ja. Also, hier ist anscheinend auch nochmal ein Killbrick. Wie kommt man denn daran? Ja, stimmt. Da muss man doch irgendwie besonders. Wie soll man das denn schaffen? Besonders springen. Hä? Okay, also anscheinend, es wird immer ein bisschen trickier, ja, ne? Aber eben gerade ist ja einer draufgegangen, also eben gerade muss einer geschafft haben. Ich weiß, eben musste ich da so, warte mal, du musst aber wahrscheinlich draufklicken. So? Nee, muss auch nicht draufklicken. Ja, hab ich auch gedacht, aber muss man auch nicht. Hä? Hä? Das ist aber nicht schwer. Jetzt das kannst du anschieben. Nein. Oh mein Gott. Alter, okay, das heißt, es ist anscheinend jedes Mal. Oh mein Gott, okay, jetzt muss ich aber anschieben. Das heißt, du musst auf jeden Fall auch mit Kopf arbeiten heute. Ja, man muss nachdenken. Okay, der Schadenstein, der macht immer mehr Schaden. Das heißt, wenn wir draufstehen, kriegt man... Ah, je öfter man den berührt. Du musst immer wieder gegenlaufen. Ah, okay. Ich sterbe zuerst. Ich bin zuerst. Ey, gleichzeitig. Nö, gar nicht. Okay, Level 5. Das kleine Loch. Okay, warte. Ich spring rein. Oh, Papa. Ah, oh mein Gott. Meine Arme. Nein. Meine Arme sind so dick. Du hast zu breite Arme, Bro. Ey, die sind echt breiter als der Türsteher. Du musst mich reinquetschen. Warte mal, ich probier. Wow. Ja, ich rutsch langsam runter. Ich bin tot. Ich rutsch langsam. Ich hab's geschafft. Ich noch nicht. Ah, jetzt, ich fall runter. Ja, meine Arme waren... Ich habe ein bisschen mehr Butter gebraucht. Jetzt müssen wir mal einschmieren sollen mit Butter. So, jetzt hier ein bisschen Schadensschleife. Da muss man einfach immer wieder Schleife? Berühren, sozusagen. Ach, da steht doch da. Schleife. Hey, ich berühre das gar nicht. Ja, hä? Jetzt berühre ich das. Ich krieg auf jeden Fall Schaden jedes Mal. Okay, jetzt krieg ich auch Schaden. Okay, das heißt, ich bin jetzt auch schon fast draufgegangen. Als ob ich jetzt noch vor dir sterbe. Nee, fast. Jetzt haben wir der Automat. Okay, jetzt kannst du dir für einen darfst du aussuchen. Eins, zwei oder sechs. Welchen willst du nehmen? Ich nehme eins. Okay, ich nehme sechs. Oh, jetzt kannst du es aufsammeln und essen. Au! Ich bin draufgegangen. Hey, bist du auch in First Person? Ja, ne? Ja. Finde den Killbrick. Den Killbrick finden. Das ist wahrscheinlich hier irgendwo. Den Tötungsstein. Ja, das ist ja locker jetzt hier lang. Hinter uns ist er auch nicht. Hier locker in der Ecke. Oh. Warte mal. Hier vielleicht. Oh mein Gott, warte mal. Hast du ihn schon? Nee, ne? Nee. Oh, Sackgasse, was ist das denn? Oh mein Gott, ich bin. Okay, warte, wir müssen locker. Der ist locker hier oben. Der ist locker hier oben. Was? Hä?
Ich bin jetzt gerade ganz weit oben, aber hier ist kein Killbrick. Also es war anscheinend gerade ein Prank. Der ist doch hier hinter. Da oben bist du. Da! Oh. Bin ich raufgegangen? Oh mein Gott, ja, ich bin draufgegangen. Hier gibt es nichts, lol. Hä, ich stehe noch finde den Killbrick. Hey, ich hatte jetzt auch First Person, ich bin draufgegangen. Hä? Hey, warte mal, ich muss nochmal hingehen. Dieser rote da an der Seite, weißt du, was ich meine? Ja, aber ich habe ihn anscheinend nicht berührt. Ich bin irgendwo reingefallen. Warte, jetzt bin ich draufgegangen. Okay. Was? Oh mein der Gott. Obi? Es ist so schwer, guck dir die Sprünge an, die man machen muss. Wie jetzt? Da nicht hier. Oh mein Gott, wie soll man das denn schaffen? Hä? In First... Nee, man muss nicht First Person sein. Okay, okay. Dann muss man auf jeden Fall die Obi-Lobby schaffen. Oha! Nein! Beim letzten! Wappa! Nein! Ich auch gerade! Aber das, ich glaube, wenn man jetzt den Rhythmus raus hat, dann geht das auf jeden Fall klar. Ja, guck mal. Ah! Pass auf, man muss in die Richtung so gucken und dann... Ey, ich glaube, da sind auch einfach zu viele gerade im Weg. Ah, nee, jetzt so. Warte mal. Und jetzt... Ey, nein! Aber glaubst du, das ist überhaupt richtig? Oh, es war so... Ey, ich habe schon wieder beim letzten verhauen. Ich glaube, vielleicht ist es auch falsch. Ich glaube, es könnte auch echt falsch sein, ne? So, warte, ich probiere es nochmal. Uppa. Und wieder ordentlich hinstellen. Oder so. Oh, als wenn die sowas Schweres machen hier. Ja, direkt bei Stufe 9 ist ja unfair. Ich weiß ja, dass du das niemals schaffen würdest. Also, der letzte Sprung wäre ich jetzt. Aber da ist... Oh mein Gott, ich weiß wie... Hä? Wie? Ich weiß wie. Du musst einfach... weggucken und dann später springen. Hey, ich war beim letzten Mal draufgegangen und runtergefallen. Ah, nicht im Ernst. Was? Bist du auch runtergefallen? Ich habe den Sprung nicht geschafft. Den letzten. Kommt da noch mal ein krasser Sprung oder was? Nee, du musst da halt, mach am besten First Person. First Person ist richtig leicht. Du guckst dann so weg und dann springst einfach nur. Das ist echt leicht. Das heißt so. Ja, das ist richtig leicht First Person. Okay. Hä, jetzt wie muss schaffst du das? Hey! Was ist denn das für ein doofer Sprung? Was müssen wir machen jetzt? Wir müssen hier den sterben. Oh mein Gott, das ich dachte gerade kurz. Oh, endlich haben wir es geschafft, ey. Es war so schwer, Okay, komm, lass hier rein jetzt rutschen. Das kleinere Loch. Als ob wir... Wie soll das gehen? Wie sollen wir denn da durchkommen? Oh, ich bin drin. Was? Siehst du? Ja, wie hast du das denn geschafft? Ja! Wow, hä, wie hast du das denn geschafft? Boah, da sind noch richtig viele andere Level. Du musst einfach so da rein und dann nach unten drücken, nach hinten gehen sozusagen. Oh, ich schau gerade schon mal. Oh Gott. Ich stehe perfekt hier, aber ich komme hier nicht rüber. Ja! Hier sind ganz, ganz viele, die es nicht schaffen. Ich hab's auch. Oh mein Gott. Ich bin jetzt hier bei der Spiegel. Oh, warte, hier? Hier? Ja? Ja? So, und dann hier hoch? Ja, okay. Und jetzt? Rüberlaufen, einfach rüberlaufen. Aber wie schaffst du es da hoch? Ich schaff's nicht. Oh mein Gott. Hä, wie schaffst du es da hoch? Okay, wo gehen die lang? Oh, hier bei mir, ich bleib stehen. Hier, komm mit. Okay, okay, okay. Jetzt ist die Frage, wo lang? Los! Oh mein Gott, los, geh weiter, Lil Jean! Los, Lil Jean, los! Oh mein Gott, Pizza! Oh mein Gott! Pizza geht richtig ab. Pizza geht richtig ab. Oh. Wir sind noch eigentlich... Oh mein Gott. Nein! Jetzt in die Ecke springen oder so. In die Ecke ist ja das Gerüst, weißt du? Oh mein Gott. Ich hab's okay. Aber warte, ich glaube, wir schaffen. Ich weiß aber auf jeden Fall, was das Problem hier war. Ich hab springen gedrückt gehalten. Ja, so, zack. Das ist ja mal easy. Ach man, ich wollte gerade springen und dann ging's nicht. Warte mal, wir können doch sehen. Unten. Es geht bis hier. Ich bin. Hä, wie siehst du das? Ja, weil das ist doch ein Block nach unten. Das heißt, man kann bis hier hingehen, wo ich stehe. Ach so, stimmt. Warte mal, dann bleib mal da stehen, okay? Warte mal. Ja. Okay, die steht jetzt da. Ich glaube, die kümmert sich da drum. Ich komm jetzt. Ja, komm mal lieber rüber hier. Oh mein Gott, okay, man und jetzt? Kann noch näher ran. Ja! Nein, ich hab's nicht! Ich bin oben und jetzt? Warum sterben die alle? Gegen die Ecke springen. Oh, ich bin draufgegangen. Okay, sehr gut. Level 12 hinter der Wand. Ey, ich sag, das ist ja richtig schwer hier, ne? Ich schaff's nicht! Oh mein Gott, das ist so schwer! Ja. Wieso schaff ich's nicht? Ich bin direkt draufgegangen. Level 13 jetzt. Okay, warte mal. Warte mal auf dich. Ja, ich bin draufgegangen, überleid. Frag mich nicht, wie ich das geschafft habe, aber irgendwie hab ich's also geschafft. Ich hab dir gerade auch geholfen dabei. Einfach seitlich laufen. Ja, laufen. Ist klar. Jetzt haben wir ein Horrorspiel. In einem Horrorspiel, ne? Mhm. Oh Gott. Oh Gott! Muss mal aufmachen hier. Okay, alles sehr, sehr dunkel ist. Müssen wir anscheinend das Richtige finden. Hier reine. Hier vielleicht? Oh, hier ist ein Schlüssel. Lass den Schlüssel nehmen. Den nehmen wir mal lieber mit, ne? Ja, sag, wichtig. Okay. Und hier ist noch irgendwas versteckt oder so? Nö, da ist nichts mehr. Komm, okay, wir laufen weiter. Hier vorne. Ja, ich glaube, wir müssen den Schlüssel nutzen, um jetzt hier irgendeine Tür aufzumachen. Hier geht's in den Keller rein. Im Keller? Okay, lass uns... Ja, hier die Kellertür. Können wir aufmachen? Ist auf. Und was ist jetzt hier? Habe ich aufgemacht. Das ist jetzt ein Laptop oder was? Irgendwelche Secret Files. Müssen wir die öffnen? Hä?
Was sollen wir denn damit machen? Ich öffne sag die jetzt mal ganz kurz. Öffnen. Und wow! Hä? Ich hab einen Block geholt. Einfach die öffnen. Ich wurde jetzt gerade gejumpscared. Oh nein, das ist doch wieder eine Obby. Oh mein Gott, wir müssen es hier wieder verschieben, ne? Wir müssen es wieder verschieben. Stimmt, warte mal. Das heißt, jeder seine eigenen Blöcke. Ja, ich hab eine Idee. Ja! So. Oh mein Gott, man baut eine Rampe. Ja, und da der zweite da drauf. Und jetzt kommt der zweite Block hier rauf auf die Rampe. Ja, safe. So. Mein Block wird jetzt hier hochgeschleppt von mir. Ey, wieso kann ich da nicht hochspringen jetzt? Ich muss die anderen mal ausblenden. Ja, ich bin draufgegangen, Alter. Das war mal das war easy eigentlich. Und zack, warte. Ey, oh mein Gott. Ja, ich bin auch draufgegangen. Oh mein Gott. Okay, Stufe 15. Das kleinste Loch. Oh mein Gott. Was sagt er da? Ja, oh mein Gott, das ist Bait gewesen mit dem Loch. Alter. Level 16 ist einfach nur ein Fragezeichen. Fett. Können wir uns hier einfach zurücksetzen oder sowas? Ich setze mich mal zurück. Mal gucken. Ja. Und tatsächlich. Also, ich bin Stufe 17 jetzt. Lol. Ja. Oh mein Gott. Der wusste gar nicht. Schadensschleife jetzt direkt. Oh nein. Was ist das denn? Hilfe. Okay, jetzt haben wir Oh mein Gott, hier schreibt auch einer. Der hängt hier seit 10 Jahren schon drin. Das schreibt er hier. Warte mal, hier. Da, wir müssen ganz links. Ja, du kriegst Schaden ganz außen, wenn du ganz außen hängst. Stimmt, du hast recht. Kriegt man Schaden. Okay, warte, noch mehr Schaden, sehr gut. Ich mache noch mehr Schaden jetzt hier. Oh, hier, zack. Aua. Immer mal wieder so ein bisschen, ne? Immer wieder so ein bisschen. Immer wieder ein bisschen, auch wenn es ein bisschen hängt, ein bisschen backt. Ja, man muss halt ein bisschen mitmachen. Zwei so, Schaden auf einmal. Und Alter, nochmal einen Schaden. Ich bin fast einmal tot. Einmal brauche ich noch. So, und zack. Boom. Warte, ich brauche auch noch, ich brauche auch noch einmal. Ich sterbe noch gar noch. Nicht. Und jetzt, warte, Alter. Ich sterbe jetzt auch, bin auch drauf gegangen. Okay, jetzt haben wir Nicht 18. Schlecht. Zombies-Labyrinth. Zombie-Labyrinth. Okay. Hier geht's rein. Da musst du dir, glaube ich, oder? Geht's da rein überhaupt? Hä? Wie soll das denn gehen? Sind wir auf der nächsten Etage, sagst du? Du musst dir irgendwie merken, den Weg sozusagen. Du musst doch gucken, locker, wie der Zombie des Labyrinth geht. Du kannst ihn folgen. Der Zombie verfolgt dich. Warte mal. Wir müssen auf den gelben Knopf. Auf den gelben bringen. Drauflocken, so, zack, habe ich gemacht. Jetzt die Tür auf. Jetzt welche Tür ist auf? Jetzt können wir nämlich hier zurück. Hier vorne, die gelbe Tür ist aufgegangen. Hier, die hier. Siehst du es nicht? Ach so. Oh nein! Nein, mein Zombie ist gestorben. Jetzt muss man von vorne machen. Und jetzt hier rechts durch, okay. Pass auf da mit der roten Rolle. Der darfst du nur einmal berühren. Okay, das heißt, die rote Rolle und dann müssen wir... Warte mal, jetzt hängt die rote Rolle hier aber. Hä? Die hängt fest, du hast recht. Schnell. Zombie, geht da rein. Ja. Oh mein Gott. Und jetzt, komm, lauf. Lauf, Zombie. Muss ich jetzt nach links oder rechts gehen? Oh, warte mal, ganz ruhig. Wow. Oh mein Gott. Ich glaube, ich muss jetzt hier lang gehen, oder? Ich glaube, aufs Blaue rauf, oder? Warte mal, jetzt habe ich meinen auch ganz gut gerade. Zeig mal, wo jetzt lang? Hier lang oder? Rechts oder links? Aufs Blaue, safe. Ja? Ja, das war richtig, glaube ich. Sicher? Ja, es war richtig. Okay, warte. Es war falsch. Du bist so ein Assi. Du bist so ein Assi. Du bist so ein Assi, weißt du das? Es war falsch, Bro. Ey, Mann. Ich hätte auch denken können, ohne Scheiß. Ich höre nie wieder auf dich. Das war jetzt hier kurz den Zombie verstecken. Ey, verdammt, ey. Wie muss man das denn machen, sag mal? Ja, dann musst du halt rechts langlaufen, du Idiot. Ja, mein Gott, ey, hab ich halt nicht drüber nachgedacht. Mann, Alter. Hier lang, oder was? Und jetzt, wie soll das... Ah, ich hab eine Idee. Ganz schnell, jetzt auf die andere Seite. Jetzt hängt er nämlich fest und jetzt kann man hier nämlich rübergehen. Ja, also echt. Ich laufe mit dem mal die Außen lang. Hä? Der zieht gerade durch. Wie außen? Ich laufe mit dem gerade hier außen lang. Ja. Das ist doch falsch. Doch, das ist locker richtig. Jetzt kann ich nämlich hier hochklettern. Geht das? Los, Zombie, kletter hoch. Los, mein Freund. Ja, jetzt kommt er gerade hoch. Warte mal. Los, Zombie, spring. Ja. Jawohl. Er geht gerade höher. Oh. Er geht höher. Oh mein Gott, ich helfe ihn raus. Komm, mein Zombie-Freund. Komm, Zombie-Freund, du schaffst das. Wie springt denn der? Warte, das muss ich der springt doch gar nicht. Doch, jetzt. Doch, jetzt. Ja. Höher. Höher. Jetzt muss ich ihn hier lang bringen. Ja. Na, komm schon. Und jetzt hoch. Hoch, nach ganz oben, bitte! Ja, und der hängt hier! Jetzt kommt er locker. Ah! Hilfe! Killt er mich jetzt? Der ist auf mir drauf. Wie auf dir drauf? Ah, er killt mich! Der muss dich killen! Er killt mich! Oh, jawohl! Okay, sehr gut. Das war schon mal wichtig jetzt gerade. Oh mein Gott, die hydraulische Presse. Du musst ihn jetzt quasi. Ja, er killt mich! Er ist auf mir drauf! Er killt mich! Oh mein Gott, 3, 2, 1. Guck mal, Kaspar, Hilfe! Ich komm! Die Hydraulikpresse! Oh mein Gott, nein! Eisel! Mach was! Hilfe! Oh mein Gott! Die zerdrückt ein! Ich werde jetzt hier zerquetscht! Okay, ich fall runter. Das heißt, die Hydraulikpresse hat mich auf jeden Fall auch geholt. Okay, letztes Level hier, oder was? Das Fenster, ja, Mann. Das Fenster, Das Fenster. Einfach nur...
Als wenn das war. Nee, da sind noch fünf. Nee, da sind noch sechs Stück. Die schaffen wir. Okay, komm, okay. Stufe 21 Rakete. Auf mich selber einfach schießen, noch nicht? Schieß auch auf mich. Ja, schieß, ja, du hast mir, auf mich selber. Du hast mir die Waffe geklaut. Ach so, warte mal, jetzt? Hast du das gemacht? Mal. Ich bin gestorben. Kann ich die jetzt... Wie hast du die bekommen? Zeitbombe! Oh Gott. Wie hast du die bekommen? Hier spawnt jetzt keine mehr. Wie spawnt? Wow, ich bin auch schon das nächste. Ich bin schon Level 23. Ach jetzt, warte mal. Ey, warte auf mich. Ja, Alter, voll krass hier. Zeitbombe. So, komm mal rein, okay, hier. Ich hab die Zeitbombe. Was muss man damit machen? Ja, einfach nehmen und dann einfach wegwerfen mit Linksklick. Und dann kannst du einfach direkt zünden. Wegwerfen. Bip, 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 ja. Bip, bip. Oh mein Gott, ich hab mich auch geholt. Gut. Und jetzt bist du bei mir hier. Guck mal, kann ich dich mit der Schleuder abschießen? Weiß ich nicht. Ja, es geht. Aua. Ey, jetzt hab ich mich selber... Wie schieße ich mich denn selber ab? Oh mein Gott, du willst nicht wissen, was wir als nächstes haben. Ich muss mich irgendwie selber abschießen. Ah, jetzt. Warte mal, schön gegen die Wand hier. So, zack, 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 zack. So ist gut. Und bam. Okay, ich finde jetzt den Killbrick. Ne, ich finde ihn vor dir. Ich hatte ihn. Bam. Wo war der? Das war's. Hinten links in der Ecke. Ganz. Oh, ich habe mich auch geholt, ne? Alter. Das kleine Fenster. Na komm schon, durch da. Oh, ich bin durchgebracht. Wie hast du das denn gemacht? Ich bin so ein bisschen seitlich gegangen, so nach vorne noch zur Seite. Oh, ich hab's geschafft. 25 neue Level kommen irgendwann im August. Ja, nicht ich hab's gewonnen. Ach, Manu, ich hab verloren. Das soll's gewesen sein, Freunde. Wenn ihr von der Messe möchte, checkt unbedingt hier dieses Video aus. Und ja, haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.